Bullseye. Wie gehen wir rein? Da können wir nebenher auch noch noch schlagen, so ist nicht. Wenn Kratos mir nicht will. Oh nee, oh Gott, Atreus. Nein, wir haben jetzt einen Atreus-Arc, Leute. Ich habe da keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Wenn ich den kleinen Assi schon wieder sehe, könnte ich schon wieder gucken. Oh Gott. Ja, guck mal, die Schnauze. Den Baum haben wir gestern schon runtergeschubst. Machen wir nochmal. Flex-Sequence ist over. Ja, wir können auch weiter flexen. Also wir können uns den ganzen Tag hier durch die Gegend flexen, Sven, das ist auch fein. Überlege ich, wo ich hingehe. Ja. Der Ausreißer. Ja. Ein kleiner Badass. So, den Jump hatten wir nicht mehr gemacht. Ab jetzt ist alles neu. Ich wollte sagen, wir hatten da die Taschenlampe auf dem Kopf. Entschuldigung. Was? Hä? Wie zielt denn der? Digga. Was ist das denn? Was ist das denn? Wo sind wir denn? Wir sind in Midgard, ja. Wir sehen aber auch nichts, ne? Wir haben da vorne so ein Dingsi, einen Laden. Ah, wir gehen zu Tyrs Tempel, I guess. Ne, wir gucken in die Richtung. Gehen wir zum oberen Wald? Ach, keine Ahnung, wir laufen jetzt los. So ein Ding ist das. Nichtsdestotrotz, eigentlich wollte ich gucken, was wir hier so entdecken können. Aber. Das sieht nicht gut aus. Das sind ziemlich viele Heal-Teile, das gefällt mir nicht. Wir schauen jetzt einfach rein. Leichter lenken, Ruhmfall ab. Was ist das denn? Eine Art Geist? Ach, das sind die Geister, die aus den Öllichtern created sind. Was wir da hatten, ne? Oha, war das ein geiler Block. Holy shit, das war rein Latte, ne? Aber das war der Mega-Block. Was willst du von mir? Da hab ich den Shipbock verpennt. Ja, mit dem Schild total offen. Jetzt ist die Frage, teilt das Ding sich danach oder nicht? Das ist jetzt das, was mich gleich noch interessiert. Ach so, ich sollte vielleicht auch, was ich eigentlich den Fehler mache, den hier machen, ne? Mit dem noch muss ich treffen, um das Ding abzulenken, oder? Ist auch egal. So, kommen jetzt Irrenlichter? Ja, okay, das dachte ich. Okay. So, eins haben wir. Danach sind One-Shot dieses, ne? Und können eventuell andere Gegner töten. Wegen der Explosion. Gut, gut. Haben wir ganz gut hinbekommen. Geist! Wütende, empfindungsfähige Magie. Vereint durch einen einzigen Zweck. Die Vernichtung des Lebens. Eine natürliche Verteidigungsreaktion, wenn man bedenkt, dass das Leben Ragnarök den Weg geebnet hat. Ein Geist entsteht, wenn sie eine Gruppe von drei Irrlichtern zu einer einzigen wütenden Kreatur vereint. Wenn wir drei Irrlichtern bei ihrer Vereinigung begegnen, ist es durchaus möglich, diesen Prozess zu stören. Ich muss wohl nicht betonen, wie sehr ich das empfehle, aber sicher ist sicher. Ich wollte echt... Das war kein Ding. Sag ja, das... Wollt ihr etwas sagen? Das ist literally das, was ich letzte Folge gesagt habe. Da hat es, glaube ich, noch nicht erwähnt gehabt, aber... Raben ist, ja, ich weiß nicht, was ich von den Raben halten soll, ne, weil ist Odin, ne? Ich glaube, das wissen wir alle. Ansonsten... Oh, hier geht's hoch? Ich weiß ja nicht, wo ich hoch muss, ne, da drüben geht's auch weiter. Aber anscheinend ist das nur eine kleine Fight-Erhöhung, I guess. Das wäre jetzt nur für einen Fight... Hä? Ist das wirklich nur für einen Fight gewesen? Das scheint so. Ja. Okay, dann gehen wir weiter. Aber ja, Raben heißt halt Odin, ne? Odin will Atreus quasi, dementsprechend. Erst denkt er, ich war in Asgard, dann, dass ich lüge. Ist es eine Frage der Zeit, dass wir Odin begegnen werden, gehe ich davon aus, ne? Raben, er sieht alles so. Ich will dir doch nur das Leben wissen, retten, du Sturkopf. Er wird wissen, dass wir hier sind. Volker. Und dementsprechend. Ich muss aus der Kälte raus. Ich finde das gut. Vielleicht einfach ein Lagerfeuer machen. Bei Sons of the Forest haben wir gelesen, wie das geht, ne? Oder gelernt. Wie das geht mit der Kälte. Vielleicht einfach ein Lagerfeuer. Oder ein Pulli finden. Das sind, ihr Dingsies. Oder oben auch. Na, wer ist denn? Draugar. Mit links habe ich schon wieder ein Öllicht blitzen sehen. Aber es sind zwei. Wenn ich jetzt vermute, dass, Teil dieses Fights, das andere Irrlicht war,
Und vielleicht das dritte Irrlicht für den Geist schon finden, ne? Was natürlich super nice ist. Huch. Kann ich mich baiten lassen, kurz? Kann ich baiten, oder? Ich hab gekackt. Oha! Oha! Einfach One-Shot gewesen mit dem Irrlicht. Let's go. Up the tank. Ich habe so das Gefühl, dass es gar nicht so dumm ist, die Irrlichter zuerst auszuschalten. Ich glaube, die Ultra nicht sein könnten. Das ist jetzt so mein guter Guess, ne? Platz, Shieldbreaker. Zack, zack. Oha! Einfach ein Runen-Strike gewesen. Das ist ja wild. Platz. So. Haben wir gut gemacht, ne? Ein solider Fight. Dafür, dass wir mit dem kleinen Asi unterwegs sind, war das ein solider Fight. Ohne jegliche Gefahr oder sonstiges bin ich mit zufrieden. So, da geht's runter, da geht's runter. Wir drehen gleich nochmal um. Ich glaube, unter der Brücke war zwar nichts, aber, ne? We will check, just in case. Woppa! Sieht aber nicht so aus. Nö, schade. Wir finden hier einfach gar nichts. Das ist ja Belastung. Ich will mal ganz kurz checken. Ist Game Sound okay übrigens eigentlich? Ja, ist im Recording, ne? Nicht, dass wir wieder ein VOD starten ohne Game Sound. Yes. Ja, nice. Oh Gott, nee, nicht die Dicken. Die Dicken sind nur ein klein bisschen assi, glaube ich. Man ist halt nicht so strong ist wie Daddy Kratos. Also wenn ich den nicht geblockt habe, weiß ich auch nicht, ganz ehrlich. Aha! Ich mag... Auch wenn es ganz nice ist, so im Großen und Ganzen ist das ja sehr ähnlich mit dem Fight-Kit jetzt von Kratos, so grundsätzlich, ne? Aber ich mag es nicht. Ich fahre nicht so gerne mit dem Kleinen, bin ich ehrlich, ne? Huch! Und wenn ich Schutz gefunden habe, wo gehe ich dann hin? Ja, keine Ahnung, du bist so abgehauen, Digga. Hä? Hast du dir vielleicht mal vorüberlegen sollen? Wenn ich nach Asgard gucke mit Lautsprecher? Oha. Warum? Wie kommt's? Was machen Sachen? Wenn ich zu Hause bleibe, kann ich es auch nicht verhindern. In Asgard könnte ich wenigstens Odin im Auge behalten. Im Auge behalten? Seinen Plan rauskriegen. Genau, du wirst einfach mal Odin outsmarten, oder was? Du jetzt übertreibst mal nicht, Alter. Ganz ehrlich. Lass mal die Kirche im Dorf. Obwohl du Loki bist? Ah, okay. Ja, dann... Wem mache ich hier was vor? Ich kann nicht nach Asgard. Ja, gut. Du kannst auch sonst nichts. Was? Was ist denn das hier? Hä? Was sind diese Kratzspuren hier? Sind das Kratzspuren? Was soll da sein? I'm not sure. Moment. Sind das rote Blätter? Freyas Haus? Eine Zuflucht. Wäre natürlich witzig, wenn wir jetzt zur Schildkröte gehen, ne? Ja, das ist die Schildkröte. Ha. Huh. Oh, nein. Oh no, is he dead? Did he die it? Map? Okay, wir haben hier nicht wirklich was, wir müssen nicht so viel, wobei auch der Radius hier allgemein sehr begrenzt ist. Is he dead? Hallo? Nein! Chauli! Bitte! Oh no! Bitte! Chauli! Digga, vielleicht solltest du das Ohr schreien, nicht ins Auge. Da, es lebt. Gmu? Hallo, Großer. Ich bin jetzt hier. Trapp auf Essen. Keine Sorge. Ich muss dich aufwärmen. Du musst aufstehen, um mich ins Haus zu lassen. Kriegst du das hin? Komm, Chauli. Du musst das tun. Ich kann nicht helfen, wenn du... Hey, Mili! Hey, Mili! Genau. Das ist allein deine Kraft, Atreus. Du drückst gerade die Schildkröte nach oben. Gut, ganz brav. So, jetzt machen wir Feuer, oder was?
wäre ein Chaos. Was ist das? Kuchen? Kuchen? Ich weiß, Kumpel. Ich weiß. Es ist kalt hier. Aber wieso sind hier Punkte? Das Fenster muss zu, bevor ich mich umschaue. Ja, okay. Hat ja, dann mach zu. Nach dir gesehen? Stimmt. Zu beschäftigt, uns zu jagen. Na komm, wärmen wir dich auf. Aus dem Zeug müsste ich ein Feuer machen können. Was ist das, im Staubwedel? Wow, wie wunderschön. Ach, das ist eine Blume. So etwas habe ich hier noch nie gesehen. Also, I guess, das ist eine Blume. Von ihrem Zuhause in Vanaheim? Sie muss es vermisst haben. Was ist denn das? Ist das Essen? Kann man das essen? Nee. Valkyrenrüstung. Achso, ja. Sie zu den Flügeln an der Wand? Ich denke, du wirst Feuer machen. Warum guckst du dir so schnickschnack an, Digi? Freundin? Was wohl mit dir ist? Gehörte das Baldur? Baldur? Wie Vater wohl ihre Vergebung erlangt hat. Ah, da drüben. Feuer. Holz. Ja, Holz ist eine gute Idee. Unfassbar, dass sie nie wieder nach ihrem Haus gesehen hat. Und nach dir. Ja, eine kleine Bitch. Das ist keine Entschuldigung. Let's make Feuer. Komm, Joris. Mach Joris Braut. Yes. Joris would be proud. Ja, besser ist es. Vor allem hat er schon gebrannt, bevor er das zweite Mal überhaupt gedingst hat, ne? So, jetzt hin? Atreus, Arc is over, wir gehen wieder zu Kratos. Tschüss. Ich kann nicht bleiben. Vater darf nicht auch noch sterben. Irgendetwas muss ich doch tun können. Vielleicht einfach mal nachdenken, Digi. Ganz ehrlich. Mal ordentlich nachdenken. Pass auf, Atreus wird jetzt zur Boss-Valkyrie. Oh Gott. Jumpscare. Oh Gott, nein. Kein Rabe, du kannst doch keinen Raben. Nein, ist Digi. Schon gut, Kumpel. Ich glaube, er will zu mir. Alles wird gut. Ja. So, ist das direkt schon Odin oder sag an. Na schön. Ich komme mit. Bin bereit. Bring mich zu ihm. Zu betreibt das aber, Leute. Ganz ehrlich. Ein. Also, komm, Biggie. Atreus, why are you like this? Ach, das sind aber ziemlich viele Raben oder ziemlich schnelle Raben. Ich bin mir nicht sicher. Ja, finde ich super. Kleiner Dudi. Ganz ehrlich. Das ist Knossi. Atreus in the wild. Let's go. Oh, gerade so überlebt. Oh, ich muss mich jetzt erstmal in die Palme legen, Digga. Erstmal ausruhen. So, hallo, da bin ich wieder. Oh, nee, nochmal ausruhen, Digga. Ha, sehr schön. Es gab ja sogar ein Herr der Ringe Cross oder eine Herr der Ringe Reference letzten Teil, ne? Ich weiß noch nicht mehr was, aber ich mal schwimmen gelernt, bevor alles zufror. Es gab eine Herr der Ringe Reference. Chowderly! Freya muss so besessen davon gewesen sein, uns zu jagen, dass sie ihr riesiges Schildkrötenhaus, ihren sogenannten Freund, vernachlässigt hat. Als ich Chowderly zuerst draußen in der Kälte sah, vermutete ich, dass er tot wäre. Er lebt, aber alleine dort draußen wird er erfrieren. Ich habe ein Feuer entzündet, um ihn warm zu halten, aber er wird jemanden brauchen, der die ganze Zeit bei ihm bleibt, wenn er noch länger überleben soll. Aber wer wird da sein? Na gut, Freya kann ja irgendwann wieder hinterhergehen, ne? Boah, was war denn die Herr der Ringe-Reference?
Das war nur so eine kleine Reference, das war nur so ein Satz, so ein Acknowledgement irgendwie. Ich weiß es nicht mehr. Hallo? Ich bin da! Ida-Ebenen. In, hier Asgard. Huh? Yes. Wir sind offiziell in Asgard, Leute. Oh, die Mauer von Asgard. Gebaut von einem Pferd. Vogel, ist das Asgard? Ja, das ist Asgard. Hey, da, warte! Sieht schon nice aus, ne? Die Mauer! Ich bin in Asgard! Sieht schon nice aus. Warte, ich komm ja! Jetzt gibt's hier auch noch Gegner. Ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Das macht halt nur mäßig Sinn. Dass auch hier jetzt noch die ganzen Gegner sind und so, ne? Weiß ich nicht. Ich meine, ja, game-technisch. So, was sollen sie machen? Sollen sie da zwei, drei Welten einfach ohne Gegner machen? I guess. Aber ich weiß nicht, macht das so viel Sinn? Huch. Ich bin verfehlt, ja, vielleicht. Aber das sind wieder die Viecher aus Svartar fallen, ne? Letztendlich. Digga, ja, der Kleine ist halt useless, ne? Was erklärt sich? Okay. We will see. Ja gut, vielleicht durch Nidhogg, ne? Und so, maybe, I don't know. Was ist das? Oh, nicht sehr freundlich. Ich glaube, wir sollten etwas tun. Ich hoffe, dass wir den schnell auszuschalten und dann auf den Potzer zu gehen. Wo ist er denn? Hey Odin, ich sollte doch in Asgard willkommen sein. Oika! Und Wabam! Spatz. Spencer. So. Wappa. War einer hinter mir, ich hab's gemerkt. Hier waren noch gerade noch welche. Da ist einer. So. So, haben wir einen vergessen? Ich glaube, nein, es scheint nein. Okay, hier ist ein. Ich sagen, hier ist eine Leiche, da liegt immer irgendwas eigentlich. So. Da links geht's. Ah, da links ist eine Kiste, dann nehmen wir die fix mit. Hoppa. Ja, nehmen wir fix mit, ne? Ganz fix nehmen wir die mit. Aber sieht schon nice aus hier, ne? Ganz ehrlich. Schon nice. Schön weitläufig und so, ne? Aber natürlich. Auch wieder so ähnlich halt wie so oft ist in so Mythologien, ne? Nicht nur in der nordischen, aber in dem Fall ganz anders ausgelegt, als es in Assassin's Creed zum Beispiel war, Asgard, ne? Also in Valhalla. Aber das hast du, wie gesagt, sehr, sehr oft, dass allgemein Gegenden, Städte, keine Ahnung, solche Sachen, in verschiedenen Schriften und so weiter ganz anders ausgelegt sind, anders aussehen. Bisschen anders beschrieben sind, wie auch immer. Aber ja, trotzdem schön zu sehen. Musstest du mich hier lang führen? Ja, wo willst du denn sonst lang? Was man nicht kriegt, kann man nicht töten. Okay, hier unten können wir runter, I guess. Oh. Hoho, wir gesehen, wie ich da fast runter bin, aber dann doch nicht. Komm mal hier lang. Anscheinend. Das ist ganz schön weitläufig. Achso, das ist ein Verbindungsgang, alles klar. Digi, folge dran. Du bist jetzt nicht auf den Piss. Stimmt, ja. Hab ich auch schon wieder vergessen. Hab ich irgendwann vorhin gemacht. Alles gut. Alles gut, immer gerne. Also, ne, ich meine, was heißt immer gerne? Du, weißt du nicht, hast du nichts davon? Ich hab nichts davon, außer halt ein bisschen erkennbarer. Ja, das trifft eher. Aber, wie gesagt, ja, alles tutti. Immer Gerninski. Ich bin VIP. Ja, du hast gesehen, was passiert, als du Mod geworden bist, ne? Ja,
Gefahr, Gefahr! Was, Irrlichter? Wo ein Irrlichter? Ich will keine Irrlichter, Digi. Ich sehe sie. Aber, ach so, nee, auch, du hast dieselbe Farbe wie der Emil, ich hab's nur im Augenwinkel gelesen, oh, sorry. Aber ihr seid beide Mod. Also beruhigen Sie sich. I'm sorry. Ich bin jetzt nur noch der Farbe gegangen. Was war das? Das ist der Eimer. Warte, den Eimer kann ich von da drüben runterfallen lassen. Oika! Was ist das für ein Steinchen? Ach, Spawn in der Irrlichter? Ich glaube, wir müssen einen kurzen Stein machen, bevor wir was anderes machen. Kann das sein? Ja, das ist wie dieses komische Brut-Dingens. Nur für Irrlichter. Lass mich kurz in Ruhe, danke. Digga, sag mal, wollen wir vielleicht nicht gerade auf den Piss gehen? Aber ich muss sagen, so ungern ich auch mit dem Kleinen kämpfe, schlagen wir uns insgesamt gar nicht so schlecht, ne? Also an sich fight man ganz gut mit ihm. Wo bist du hin? Warte, ich komme. Ich muss nur da durchkommen. Ja, alles gut. Was, wo durch denn? Ich weiß nicht, wo du hin willst. Wo geht's jetzt lang? Beruhig dich doch erstmal. Alles, was ich in Asgard wollte, ist jenseits dieser Mauer. Da bist du ja! Ah, hier ist nichts gespawnt, da wo wir das Irrlicht-Spawning kaputt gemacht haben. Frechheit. Absolute Frechheit. Absolutes Mobbing. So. Was soll ich zu Odin sagen? Ja, bis nichts. Hi, ich bin der Neue. Ich möchte so etwas wie dein Lehrling sein. Ja, aber genau, das so heißt macht man nicht, dass ich dir diene. Oh. Nicht auf eine Art, die etwas mit einer Prophezeiung zu tun hätte. Oik. Die war gar kein Wort, bin ich ehrlich. Ja, irgendwie sind die jetzt so geschickt. Oh, aber irgendwie explodieren die auch. Ja, ich hab ich kommen sehen. Ich hab ich kommen sehen, kleiner Mann. Sind das gar nicht die explodieren? Doch, das sind die explodieren. Das ist auch ein Wünsche. Oh, da drüben ist ein Irrlicht. Ist das schon wieder so ein Spawner? Oder ist das einfach noch ein... Hat sich das gerade geteilt, das Wind? Ich würde sagen, Aimbot. Schade, aber... Schlecht reingerade. Ah, da drüben, da drüben. Nee, ach, das ist nur meine. Moment, das ist nur mein. Moment, wie komme ich an der Mauer vorbei? Ah. Das kam in Mimirs Geschichte über Rimfru gar nicht vor. Wenn der Sohn Steinmetz da. Hallöchen. Wieso haben die den ganzen Toten hier einfach nur. Heal-Sachen. Und warum war Freya überhaupt im Haus? Ja, hier ist literally nichts, ne? Literally ja nichts. Na gut, auf wie, klettern. Ja, Loki, concentrating. Concentration. Concentration now begins. Yeah. Und hoppa. In die Kiste. Oh, dafür brauchen wir Kratos. Das ist ja super. Kratos nochmal nach Asgard. War da auch was? Nee. Also vielleicht kann ich da runterjumpen, aber ich will da ja nicht runter. Aber ist das nicht... Doch, das ist eine Legendary Truhe. Das wird... Ach, ist hier eine Legendary verzeichnet? Wir sehen hier gar nichts tatsächlich. Jeder Ebene, aber wir sehen nicht, ob oder was hier versteckt sein könnte. Nichtsdestotrotz können wir sie nicht aufmachen. Also ist das wer. Oder können wir? Hm. Mhm. Vater würde das mit seinen Klingen wegbrennen. Was kann ich machen? Ja, das ist Spoiler. Interesting. Aber ja, das habe ich mir jetzt logischerweise auch gedacht. Vielleicht hilft mir die Siegelmagie auf meinem Bogen. Was sagt der Brock? Nee. Siegelmagie ist da drauf. Wenn ich die Dorn mit dem Feuer anzünden könnte. Feuer? Ah, mit dem Ding? Galvar. Aber hab ich doch getan.
Ja. Ah, warte, da oben war Feuer. Ja, okay, ich brauche externes Feuer. Ich kann kein Feuer machen, aber ich kann Feuer transportieren quasi. I got it. Okay. Die Dorn, die haben mich gebissen mit ihren Dorn. Dann muss ich direkt anschießen. Na bitte. Sehr nice. Ja, das ist gut. Ich hab's erst gelesen, als ich selber schon gecheckt habe. Na, alles easy. So, Legendary Truth. Wir haben einen zersplitterten Siegel, eine Bogenfähigkeit. Eine bodenlose Bogenfähigkeit. Eine leichte. Atreus wird ein schuchenden Pfeil ab, der zwischen Gegner eine. Ricochet! Ja, yep, Ricochet nehme ich. Ich glaube, das ist nice. Da bin ich am Start, Digi. Seid ihr, wie es ist. Okay, hier ist nichts mehr. Hoppa. Jetzt hat der Ebene alles extra die Farbe geändert. Moment mal. Das klingt nach Menschen. Ja, nicht Menschen, wenn, dann sind es doch Asen. I guess, oder? Oder reden Menschen anders als Asen? Oha, das ist einfach ein Dorf. Was ist denn das für ein Dorf? Oder ein Ghetto? Brauchst du Hilfe? Du siehst etwas verloren aus. Oh. So, wer wird das denn sein? Gute Frage, ne? Also, hier gibt es nur die Mauer zu sehen. Gibt es ein Tor hindurch? Nein. Außer du bist ein Asengott. Und in dem Fall wüsstest du das. Ich? Nein. Nein. Ich bin kein Gott. Was? Ohne Scheiß? Ich auch. Skuldr. Skuldr. Warte mal. Seid ihr alle aus Midgard? Ja. Der Allvater rettete uns vor der Verwüstung. Hier dürfen wir bleiben, aber wir gehen da nicht rein. Kommst nicht in die Stadt, nur mit Magie. Du kannst keine Magie, oder? Nein. Ein bisschen, doch. Was? Ohne Scheiß? Gehst du durch Wände? Noch nicht. Ah. Kann ich nicht drüber klettern? Da hoch? Einfach so? Nein, du könntest sterben. Naja, ja. Ich meine, schau sie dir an. Ist doch easy. Aber Odin wartet. Warte, du kennst den Allvater? Ich bin quasi sein Lehrling. Ohne Scheiß? Was bringt er dir bei? Weirder Flex, ganz weirder Flex. Hat er noch mehr Schüler? Ich weiß nicht. Wie lange bleibst du? Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Ich kletter jetzt die Mauer hoch. Digga, ist der lost. Ist der lost. Tja, das muss ich sehen. Brauchst du Hilfe? Das nee. Ist nett von dir, aber ich muss allein gehen. Oh, ich wollte nicht mit dir klettern. Ich schulde Odin vielleicht mein Leben, aber sicher nicht meinen Tod. Nicht, dass ich glaube, du würdest abstürzen. Vergiss es einfach. Wieso rennt er und wieso kann ich nicht rennen? Hallo, renne. Das ist eine Kiste. Wieso rennt er nicht? Digi, ist das bodenlos. Läuft da rum wie der letzte Motherfucker, ganz ehrlich. Was meinst du? Ja gut, dann Abfahrt, ne? Yalla. Tja, Loki, du scheinst ein guter Kerl zu sein. Ich hoffe, ich sehe dich nicht gleich sterben. Danke. Ja, tschüss. Was? Ich auch? Was? Was? Wir klettern. Uldidor. Also wenn wir da wirklich ganz hochklettern müssen, dann sind wir ein bisschen beschäftigt. Ich hoffe, dass Odin uns unterwegs... Ja? Ich schau gern runter. Dann sehe ich, wie weit ich gekommen bin. Dass Odin uns vielleicht unterwegs irgendwo abholt. Ja. Das ist super. Das ist ein Rabe. Zwar sehr ironisch als letzte Worte, aber... Wie bitte? Nichts. Gar nichts. Hey, du machst das toll.